Moin, mal wieder ein Lebenszeichen von mir. Und ja, heute möchte ich euch zeigen, was sich in diesem Karton hier befindet. Dieses Video hat natürlich auch mit Drohnen wieder zu tun. Also die einen haben ja das eine oder andere Video schon gesehen bezüglich Titan, FPV oder den Cinewhoops. Und ja, was sich in diesem schönen Karton befindet, das zeige ich euch nach dem Intro. Ja, heute angekommen, wann bestellt? Vorgestern, glaube ich. Was haben wir denn? Dritter, dritter oder zweiter, dritter? Zweiter, dritter. 15 Uhr. 5 Minuten später in meinem Warenkorb gewesen. Also so viel zum Thema Drohnen-Junkie. Genau, ja, machen wir das Ganze mal auf. Okay, haben wir hier Schönes drin, Lieferschein, okay, können wir erstmal zur Seite packen, zack, raus aus dem Bild, Knisterfolie, können wir gleich noch ein bisschen drauf rumspringen, Nachbarn erfreuen, ja, einmal eine SD-Karte, yay, ja. Ein Ersatzakku, warte mal, ich halte das mal weg, von DJI. So, was haben wir hier noch drin? Folie. Ich habe Folie bestellt. Ja, wie kriege ich das jetzt am charmantesten raus? War das charmant genug? Ah, warte, ich werde diesen Karton mal zur Seite packen. Zack, klatsch. Ja, da ist das gute Stück. Jetzt könnt ihr auch lesen, FPV und SD-Karte. Die habe ich mir mal gegönnt. Ja, zuerst dachte ich, na, ich warte noch ein bisschen. Aber da war nicht so viel mit Warten. Als ich das gesehen habe, dachte ich, ah, nee, muss ich haben. Genau, ich werde das gute Stück mal auspacken. Dachte mir, hey, komme ich hier ohne Cutter zurecht oder sowas? Ich nehme einfach mal die Schere. Einmal die ganze Folie ab. Ah, danke. Genau. So, gibt es hier einen oben, gibt es hier einen unten? Jawohl. Okay, gibt es hier. Dann. Oh, hier auch nochmal. Zack. Alles gut verpackt. Ich gucke gerade so verwundert, weil mir eben gerade angezeigt wurde, ich habe nur noch wenig Akku. Ja, da ist schon das gute Stück. Aber die Schere beiseite packen. Dann einmal kurz die Brille und die Drohne. Ich erst einmal die Brille. Habt ihr ja schon vielleicht das ein oder andere Mal bei mir gesehen, aber das ist ja jetzt die Zweier, sollen noch bessere Videoqualität haben. Ich bin gespannt. Und wow, hätte ich mir einen Ticken größer vorgestellt, aber es ist ja klein und kompakt, die kleine FPV-Drohne. Sieht gut aus. Ich möchte ja am liebsten gleich rausgehen, aber es wird schon leicht schummrig draußen. Dann heben wir das hier noch mal ein bisschen raus. Zack. Und darunter verbirgt sich noch ein bisschen mehr. Wo kommt jetzt das schöne Ding hier her? Keine Ahnung. Ah, okay, das war hier oben auf den Props drauf, der Propschutz, aber hat auch nicht überall drauf gesessen. Oder habe ich die? Nö, ist auch nichts runtergefallen, oder? Habt ihr vielleicht gesehen? Ich nicht. Genau, was haben wir hier Schönes drin? Da haben wir drin, die Props selbst. Genau, die
schönen Dinger hier. Werde ich mal rausnehmen. Dann, oh, hier liegt die Fernbedienung. Aha, ah, nochmal Ersatzpropeller, nie falsch. Ein bisschen Gewicht, ich nehme mal fast an, dass hier dann das Netzgerät drin ist. Sit. Ja, das, ja, ist richtig. Zack. Alles mal wieder zurückpacken. Die werde ich irgendwo mal schon mal an die Seite legen. Ja, das Netzgerät. Ich denke mal, hier wird sich... Ah, okay. Hier ist der Akku drin. Ein Akku. Ja, okay. Den hole ich schon mal raus. Und Verpackung. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich bewahre immer die ganzen Verpackungskram auf. Sollte ich sie doch irgendwann dann mal wieder verkaufen wollen. Mittlerweile habe ich so viele Kartons rumliegen. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bewahre sie mal auf. Und was gibt es hier für einen Trick? Okay, schauen wir mal weiter, was wir hier drin haben. Ah, nochmal Ladekabel. Nee, warte mal, Ladekabel. Ah, doch, Ladekabel. Dann hier, ah, das Netzgerät für den Netzstecker. Haben wir da noch mehr drin? Genau, was haben wir da? Das kann ich noch, ah, okay, in Sechskant. Weiß ich jetzt noch nicht, wofür man den braucht. Dann nochmal ein Kabel. Die Antennen, genau, für die Brille. Wobei, da bin ich auch am Überlegen, ob ich hier, habe ich noch irgendwo liegen von Luminia an meiner alten Brille, ob ich die nicht hier dran nutze. Und auch nochmal ein Kabel. Also an Kabeln mangelt es nicht. Und hier auch nochmal irgendwas Kleines, was ich derzeit noch nicht identifizieren kann. Genau, auf der anderen Seite, ich nehme mal, was ist das Schönes? Zack. Irgendein Schutz oder eine andere Farbe. Ja, sieht mir fast danach aus, als wenn man hier nochmal einen anderen Schutz drüber machen könnte in einem, ja, was ist das? Neongelb-grün? ja, okay. Ist die Frage, ich glaube derzeit nicht, aber sollte ich das irgendwie mal irgendwo gegendengeln, kann man das ja immer noch austauschen. Und hier mal gucken, was ich hier alles wieder reinpacken kann, damit ich mich jetzt hier nicht so dicht mülle. Jo, ah, hier haben wir das Band für die Brille drin. Zack. Ich habe ja auch noch mal ein anderes Band bestellt, aber ich sagte schon in einem der Videos, ich finde es ganz gut, dieses jetzt hier nicht nur hinter den Kopf, sondern über den Kopf. Ich finde, für mich als Brillenträger sitzt es auf jeden Fall besser. Ich packe den Müll da auch mal wieder rein. Das lasse ich mal draußen. Bedienungsanleitung, Garantieleistung. Ja. Packe ich das einmal wieder zurück. Zack. 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 Das einmal kriegt man es irgendwie wieder zusammen. Die packe ich auch schon mal rein. Den zweiten. Jawohl. Ja, ich glaube, die kleinen Verpackungen werde ich nicht aufbewahren und da bin ich dann auch nicht ganz so vorsichtig, was das Aufmachen anbelangt. Jo, stelle ich mal an die Seite oder schmeiße ich mal wieder auf den Boden und mache das Ganze einmal wieder zu. Genau. Da ist das gute Stück.
Ja, wie gesagt, Brille dazu. Jetzt das Ganze nochmal zusammendengeln. Ein Ersatzakku habe ich mir dazu gegönnt. Habe aber schon bei anderen gesehen, sollte man doch in den Sportmodus gehen und die FPV-Drohne ordentlich übers Feld knüppeln, dann ja, logischerweise, klar, hält ein Akku auch nicht 20 Minuten. Ist da auch nach 5 Minuten Schluss und 10 Minuten Flugspaß, wenn man doch ein bisschen rasanter unterwegs ist, ist Entschuldigung, ein bisschen zu wenig. Und ich denke, da werde ich mir noch den einen oder anderen Akku holen. Aber ich werde jetzt erstmal in den nächsten Tagen, ich hoffe, das Wetter spielt mit, das coole Ding mal draußen testen. Ja, das ist so ein kleines Unboxing. Und ja, ich freue mich, ich bin auf die Verbindung gespannt, weil ja doch in den letzten Videos, wo ich berichtet habe über die Titan und so weiter, das fand ich ein bisschen, obwohl ich sie freigeschaltet habe, krass, dass ich damit nur 500 Meter weit gekommen bin und dann eben schon die Brille angefangen hat und ja, Verbindungsschwierigkeiten hatte. Fand ich jetzt nicht so schön. Und hier, jetzt müsste ich mal gucken. Sieht die irgendwie anders aus wie die 1er? Jetzt müsste ich selbst mal gucken. Oh, stolper ich gleich über den ganzen Kram hier. Da kann ich ja mal gucken. Zack. Das ist die 1er. Und jetzt mal die 2er daneben. Sieht jetzt nicht aus, als hätte sich da großartig was verändert. Und ich hoffe, ja, es sieht auch so aus. Ja. Ja, das Coole ist jetzt, diese sind natürlich hier von Luminia die Antennen geklebt. Und ich werde jetzt einfach, ist ja ein Sechskant, die hier lösen und dann hier ran basteln. Und auch noch die kleinen Antennen oben mit ran bauen. Und ja, mal gucken, was ich dann mit der 1er mache, mit der 1er Brille. Ja, ich bin sehr gespannt auch über die Reichweite, über das Handling und so weiter. Da freue ich mich schon drauf, die zu testen. Und ja, beim nächsten Video werde ich auf jeden Fall zeigen, wie das kleine gute Ding in der Luft liegt und wie sie sich steuern lässt. Ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Einmal kurz hier wieder das Licht vom Monitor anmachen. Na, genau. Danke fürs Zusehen und ja, vielleicht habt ihr ja Lust, wieder reinzuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Auch natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, Subscribe und ja, guten Flug euch. Ciao, ciao.